brauchst du zwei Schleimbälle logischerweise. Das heißt, du könntest ja, viermal paaren. Quatsch, dreimal paaren. Oder ich habe jetzt 12. Okay, ja, dann kannst du sechsmal paaren. Sechsmal? Oh. Richtig, G-Time. Du kannst sechsmal paaren. Ja, ja, ich versuch's. Oh, ich hab Stress. So oft kann man paaren? Also 6 mal 6, ne? Und wieso wird das immer nur ganz... Viele Kühe, das leckt wie Sau. Warum haben wir das? Was bringt das? Also 36. Was bringen die Kühe? Das ist eine XP-Farm. Nee, das ist keine XP-Farm. Das ist eine Leck-Constructure. Das ist eine XP-Farm. Nimm mal ganz viel Weizen und lauf nur noch rechtsklick durch. Digga, nee, dann macht das hier kleiner irgendwie. Es leckt wie Sau. Ja. Spark, Hilfe, der Server spielt ab. Ja, sowas aber auch. Ich hab 700 Kühe gemacht und sagt, es ist eine XP-Farm. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch da entsteht. Ich kann da mal vorbeigucken. Aber generell, du bist ein richtiger Räudiger, weißt du das? Du weißt ganz genau, ich kann nicht spielen, dass ich das mit übelst XP und so verbinde und jetzt haust mich hier so in die Pfanne. Du haust ihn echt übel in die Pfanne. Nein. Doch, du hast ihn mies verpfannt gerade. Das werde ich mir merken. Die Rache dafür wird auf jeden Fall noch kommen. Du bist sehr geleckt. Ja, ja. Warte, die Rache wird kommen. So, es sind von 403 Villagern vorhin, jetzt sind schon 457 auf dem Server. Ja. Villager? Ja. Ja, das ist Trimax, der vermehrt die ganze Zeit. Der meint, er will den Server down machen damit. Kann das, glaube ich, gar nicht, oder? Kann ich das? 15 fucking Slimes. Außerdem, meine Kühe, die fressen gar nicht so viel Serverleistung. Einfach der Minecrafter hier. Ja, dann werde ich jetzt die ganzen Kühe schlachten. Nicht alle, aber viele, ne? Gitan, guck, dass die nicht in sich gegenseitig, also hier Hitbox-mäßig, ne, quetschen und sowas um den Dreh. Wie gesagt, ich werde jetzt schlachten, aber von dem Fleisch kriegt Trimax auch nichts mehr. G, das war nicht so. Kann ich den ganzen... 512 Kühe. Bitte? Hallo, wir haben auch 512 lebende Kühe gerade. Also davon ist der kleinste Teil bei uns. Definitiv. Ja, der größte Teil. Kann ich den ganzen Sand wegschmeißen, den ich habe? Die drei Stacks, ja, ne? Ja, kannst du super, machen, ja. Boah, Platz für die Frösche jetzt. So, damit die nicht die ganze Zeit rauslaufen. Ja, genau. 4 von 7. Kriegt zu schlafen. Nee, das funktioniert nicht, ne? Die wollen einfach. Ihr habt einer noch. Weißt du, was das Geilste ist? Ich bin jetzt Level 30, da werde ich jetzt gleich was OP verzaubern wieder. Okay. Ich will gerade meine Spitzhacke reparieren. Man geschafft. Geil. So, sehen wir paar die Frösche. Da ist noch ein Slime. Da ist. Oh, ist das geil. Oh. Hello, Mrs. Slime. Oh. Ja. Nee, du bist Spark. Muss man ein bisschen lauter reden, Sebo. Alles gut. Ich kenne nicht besser hören kann. Gut. Ja, ist jetzt besser. Hallo, check. Nee, all gut. Ich hab dich selbst schon lauter gedreht. War schon dran. All gut. Ich hab einen Kopf vom Slime. Ja. Geil. Hatte ich noch nie. Wir haben das Mobkopf-Pack drauf. Als kleinen Deko-Bonus-Ding. Geil. Wir haben auch festgelegt, dass wir Lichtblöcke hinzufügen werden, so als ebenfalls Deko-Ergänzung durch das neue 1.19-Update. Dann ist sowas wie eine Fackel, nur die ist komplett unsichtbar. Also die macht Licht, aber die stört nicht, du siehst sie dann nicht mehr. Da kannst du Sachen ausleuchten, ohne dass da ständig überall die Fackeln rumstehen. Wie kriege ich nochmal Zapfen? Tripstone-Zapfen? Sekunde, Zapfen? Ja. Was meinst du mit Zapfen? Ja, du musst das so, Wasser oben drüber machen, dass das runterläuft. So, die Pointed Redstone, ja, ja, genau. Da musst du einfach nur, anstatt einen Kessel drunter zu machen, einfach nichts drunter machen und Wasser oben drüber lassen, damit die so wachsen.
Aber ein Dripstone, Pointed Dripstone, dauert 100 Minuten, ne? Was weißt du noch? Von letzten Mal. Nein, nicht so lange. Doch, 100 Minuten. Check das doch mal ab. 100 Minuten, Max. Nein, nein, check das nochmal. 100 Minuten. So. Ich hab das jetzt kürzlich geresearched. Für schamlose Eigenwerbung. Neues Faktenbuch. 100. Kann nicht sein. Aber die Dripstone Cave war doch hier in der Nähe, oder? Oh, Sticks. Dripstone Cave war in der Nähe, ja. Du weißt noch, wo wir bei mir in den Berg da rein sind? Mann. Oben drauf? Muss ich wissen. Geh ich hin. Check das lieber nochmal, deine Facts. Ja. Facts sind gecheckt. Gut. Weg. Leider richtig. Weg. Kriegt hier jemand Weg. Weizen mal raus? Hallo? Nehmen wir aber zu Weizen raus, ja. Warum? Zum Traden. Das ist natürlich. Ich brauche halt Stats, wie viel hier reinkommt, ne? Ich brauch das. Das musst du über Nacht machen. Ich glaube, da ist am smartesten. So. Inter produziert gar nicht. Wie kann das sein? Oh Mann, ich bin dumm. Ich hab null Weizen gemacht. Ich brauche doch einfach nochmal so. Wie heißt der Table hier? Okay. Ich bräuchte vielleicht ein Tutorial, wie ich das jetzt mit dem Frösche mache. Wenn du das wirklich schaffst, Ivo, das wäre ja so krank, wenn du das schaffst, ne? Ich schaff das. Ich habe jetzt 34 Slime. So viel. Ja, damit kannst du genug paaren. Ja. Also, dein größtes Problem ist jetzt zu warten, dass die Eier schlüpfen halt, ne? Du hast aber auch 12 Eier, ne? Sebo hat die Zeit. Es ist heilig, was er da gerade macht. Sebo? Ja, ich kämpfe gerade gegen den Creeper. Einen Moment bitte, ja. Das ist hier alles verseucht, ehrlich. Ich hab nur gesagt, dass du heilig bist. Alles gut, Mann. Geil, Mann. Kämpf so lange du willst. Wird man nicht erst heilig gekrönt nach dem Tod? Nein, nein. Es sei denn, du findest Frösche vorher, so wie Sebo. Mit Sebo-Skill Frösche finden, das ist halt krass. Ja. Okay, was mache ich jetzt? Ich nehme Slime in der Hand und mache Rechtsklick auf den Frosch, oder wie? Ja, und du brauchst aber zwei Frösche, ne? Kann ich traden, Rumatra? Ja, du kannst traden, aber es kann sein, dass die gerade beschäftigt sind. Immer ein bisschen so, you know? Hast du die schon weggetradet, oder wie? Nee, aber also nicht alle. Komm doch, also was willst du traden? Alter, hab ich Adleraugen, ich hätte Holz gerne getradet, aber so wie es aussieht, das kannst du. Das kannst du, also ich denke, Sticks kannst du traden zu Emeralds. Das sollte gehen. Ich habe vorhin so viel Holz hier geholt, da ist es. Ich habe schon echt viel weggetradet dafür, es tut mir leid. Aber Holz was willst traden, du? Was ist ja, das? Die machen Sexy Time. Die machen beide, jetzt haben gemacht. Ey, was ist das? Was ist das? Ich bin irgendwo reingerutscht, was ist das? Weiß ich nicht, wo du rumläufst. Gibt's irgendeinen gefährlichen Schnee? Ah, bist du ein Pulverschnee rein? Ja, du frisst jetzt. Okay. Kann ich ihn mit irgendwas versorgen? Oh, was soll das denn aber für eine Scheiße? Du kannst fast alles traden, da. Wasser brauchen die. Okay, ach, die geht jetzt zum Wasser. Was, ich kann nicht klettern hier, was ist das denn? Pulverschnee. Und dann ist man immer im Arsch, oder was? Ja, du kannst, pass auf, wenn du Lederschuhe dir anziehen würdest, ja, dann kannst du über den Hügel laufen. Ah ja! Hast du nur einen Robin Hood Trader gemacht? Ich habe nur einen Robin Hood Trader gemacht, ja. Mega. Aber die anderen sind eh besser, weil diese anderen sind Sachen, die wir automatisch fahren. Ja, wir haben einen Mending Trader für 10 Mending. Ja, ja, der ist krass, ne? Umatra, wie. Was bist du für ein krasser? Umatra saugeil, ja? Nee, das appreciate die anderen nicht, das ist aber noch. Ja, appreciate wie das nicht. Wie krieg ich Sachen von einem Helm runter? Verzauberungen? Wie Grindstone. Was? Grindstone. Steht unten, ist unten an der Decke am Hängen. Unten an der Decke am Hängen. Ah, okay. Check. Also du weißt, Rumatra, ich feier das extrem, was du hier gemacht hast. Feier das mehr. Danke. Ich bin auch der hier am meisten Druck macht für alle. Sobald jemand eine halbe Stunde mal nichts macht, dreh ich komplett durch. Ach du. Du bist ein Schwätzer. Oh. Du hast mich bei Spark of Phoenix angeschwätzt. Oh, kranke Anschuldigung. Ich hab dich nicht angeschwätzt. Es hat einfach geleckt. Für Stress sorgen, dass ich Ärger krieg. Wieso sollte ich das machen? Ja, du hast hier meine Kühe geflamed. Ist hier nirgendwo noch einmal Kohle? Das ist die übelste XP-Farm, die Kühe. Ich bin mega überfordert, ey. Entspannt euch alle mal. Fuck. Dann, ja, ich hab's. Es ist so dunkel, zum ersten Mal keine scheiß Kohle. Hallo Frosch, komm bitte hier hin.
Komm. Komm da, Pumper. Einfach ganz einfach. Ich scheiß auf die Kohle. Leute, ist jetzt mal kurz dunkel. Ich bin richtig sauer auf das Spiel gerade. Hast du die Trader gesehen, alle? Die sind eigentlich alle geil zum Traden, die existieren. Wir haben einen, der erste Mending-Typ ist halt ein Loser, der will 30 Emeralds. Aber den können wir einfach noch töten. Er ist einfach ein Loser, witzig. Boah, hast du gerade viele Sticks getradet? Der will gerade. Ich hab den so zugeballert mit meinen Sticks. Ja, ich hab's gesehen, Alter. Der will gerade nur noch, der nimmt nur noch 60 Sticks, will der feiern. Ich hab den richtig die Sticks reingeschoben, alle. Junge, hast du ihm die Sticks reingeschoben? Typ. Romatra, wenn du jetzt den Sticks abgehst, Bamboo Farm, ja, aber das ist gar nicht so. Also zum Traden ist es gar nicht so geil. Die Bamboo Farm werde ich gleich für den Ofen machen. Das ist viel stärker. Zum Traden. Ja, können wir es auch benutzen. Zum Train ist eher so eine Baumfarm geil. Ja, oder halt die Eisenfarm ist auch geisteskrank zum Traden. Wir haben auch einen, der gibt einen für einen Eisen einen. Ey, hast du das Dschungelholz auch getradet? Ich habe alles getradet, glaube ich. Ich könnte heulen. Dieser Dreckschnee, man kann da nicht springen oder was? Nein, hier ist noch Dschungelholz, nicht traden. Okay, Dschungelholz nicht traden. Ja, Dschungelholz ist absolutes Trade-Verbot. Wir können uns auch schon Karotten traden, ne? Goldene Karotten haben wir auch schon, eigentlich. Sau stark. Sebo, das ist genial. Ich will noch einmal Mending, dann ist überall mit. Geil. Ah, für die Mitte fehlt mir jetzt eigentlich nur noch Glas. Warte mal, müsste ja eigentlich was durch sein jetzt. Geil. Kann ich so 10, 20 Matt haben? Geht das? Ja. Das würde ich brauchen. Ich würde es anmelden zum Bambusfarm bauen. Wäre die Anmeldung. Oh, geil, ja, ganz toll stattgegeben. Nach 10 Minuten kommen 2-6 Kaulquabs. Das ist geil. Gefällt mir. Das mache ich eigentlich für Lust. Scheiße, das soll hier Chips drin sein, hä? Alter, Gesundheit. Danke. Bitte. Was kann noch. Brauchen wir so einen Schmelzofen? Kann man auch. Wie teuer ist so ein Super Furnace zu bauen? G-Time? Super Furnace? Ja, Last Furnace. Da musst du Aromatra fragen, der ist für diese Technik zuständig. Also ist der teuer zu bauen? Nein, Last Furnace machst du mit Smooth Stone und einem normalen Furnace und dann noch Eisen. Also super günstig. Da kann der weg, Sebo. Der kann weg, okay. Jopp. Hä, wo ist denn der Sand, den ich... Ich dreh durch, ey. Hier fangen wir jetzt an. Ja, buff. Was, mit welchem Material bauen wir die beim Buch? Das ist auch echt ein geiler Block, muss man einfach mal ganz knallhart sagen, ne? Kann ich ein bisschen Matt haben? Ich würde mir so ein bisschen Matt, fände ich richtig geil, muss ich sagen. Ja, nimm. Wo ist der? Wo ist die Matt-Anmelde-Abholung? Wie viele Stacks brauchst du? 2 wäre schon mal geil dann. Matt-Blöcke oder Matt-Matt? Mit Blöcken könnte ich hier direkt schön bauen. Getrockneter Matt?
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was wie aussieht. Du hast Packmatt hier einmal und hier hast du ja. Flüssigmatt. Ah, den Flüssigmatt, da muss den brauche ich, um den Stuff drauf zu bauen, glaube ich. Auf Flüssigmatt steht der Scheiß. Und wie, was sind diese Blöcke hier, diese Mattblöcke, das hier? Das ist was anderes. Das wirst du nicht brauchen zum Farmen, oder? Zum Dekorieren willst du das haben? Ja. Oder vielleicht lasse ich das Dekorieren einfach komplett cheat haben. Ja, warte, Nö, kannst ja schon mal machen eigentlich. Ich geb dir mal ein paar mit, okay? Ja, ein paar. Das ist hier gar nicht so viel sein. Ja, ich geb dir das kurz. Hier, komm her. Die sind heilig. Oh. Die sehen echt geil aus. Ein Block ist ein Weizen. Das ist ja der übertriebene Flex, oder nicht? Ja, das ist krank. Ein Block ist ein Weizen. Da ist doch Weizen unendlich wichtig, dieses Season. Ich hab das ehrlich auch jetzt erst verstanden, wieso wir die. Also, ich hab das mit dem Weizen gar nicht gewusst. Ich hab gedacht, du musst einfach nur Wasser auf Erde machen und dann ist geil. Oh. So, jetzt brauche ich das. Ganze Kohle ist schon wieder weg, ey. Was brauchst du denn, G? Ich bin noch Glas am Sammeln für die Mitte zum Bauen. Wenn du möchtest, dass ich Glas brenne für dich, dann kannst du mir die Sachen mal hierher geben. Ja, kann ich machen. Moment. Ich setze jetzt noch den Rest eben ein, damit ich weiß, wie viel ich genau brauche. Ich habe nämlich nochmal 24 Stück. Was ist er? Nur das Dschungelholz soll ich nicht benutzen, ne? Der Rest ist egal. Ja, kein Dschungelholz bitte benutzen, das brauche ich zum Bauen. Bananenholz. In Ordnung. Echt jetzt? Digga, du bist ja völlig krank. Du hast echt Kaulquappen jetzt. Das werden wir auch noch machen, ganz oft. Junge, dieses Craft Attack ist Froglights. Da sind wir noch, weißt du? Das ist das Thema für uns. Ein paar Leute haben schon gemeint, das soll den Server zum Lenken bringen. Nee, tut's nicht. Ich sag, weißt du wie? Wenn die Frösche im Nether sind und Slimes töten, ja. Aber wenn die Frösche auf Honig sind und sie sich nicht richtig bewegen können, laggt's null. Oh. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Honigfarm. Oh, das ist ja übel geil, hä? Achso, warte mal, ich geb dir mal eine. Das macht's noch spaßiger, ja. hast du mal eine Kiste, Gitan? Eine Kiste? Ja, wo du mir immer Sand bringen kannst, wenn du was brauchst. Oh mein Gott, ich hab gerade keinen. Gitan, warte mal ganz kurz hier. Brauchst du Glas? Ich brauch Glas, ja. Muss eben warten. Geht mal schlafen, damit ich nach Hause kann. Wichtig. Komm her, ich komm wieder hoch. 3 Kaulquappen mit. Wie geil. Nice, danke. Oh. Kein Problem. Hier. Kennst du mich doch. Geil, oder? Geil, ja. Da bin ich extra in die Wüste gelaufen. Da bin ich dir einfach zum Sand holen. Nee, eine Wüste in der Nähe? Ja, ein Strand. Ah, okay, an dem war ich bestimmt auch. Ist das der hinter Revi seinem Haus? Ja. Geil, da haben wir den beide abgebaut. Da wird sich Revi richtig aufregen. Geil. Wird er nicht. Es war kein. Ich bin extra auf die andere Seite vom Strand gegangen. Das ist ja verrückt. Unsichtbar. So, jetzt wird's nur ein bisschen tricky, ne, oder? Komm, 4 Leute noch pennen. Dann kann ich nach Hause. Wärst du dann? Was? Nee. Der kam. Der. Wie hast du denn hier gebaut? Bamboo brauchen wir. Max, du hast ja einfach so eine krasse Lava-Farm. Für was ist die eigentlich? Damit wir alles brennen können. Bamboo. Für Bamboo ist sie. Wie kriege ich das jetzt? Ist das Strubbel? Ja, 3, noch 2. Ich habe hier jetzt reingelegt für dich, Sebo. Ich hoffe, das wird irgendwas. Kannst du mir was helfen? Was brauchst du? Ich werde. Wo brauche ich das überhaupt? Oh ne, doch, nicht alles gut. Ruhig. Hab alles. Ja, nimm dir die. Ja. Weil die sind echt sehr lecker, ne? Ja. Ich
Krank, was? Diese veganen Sachen auf deine Sachen? Die, hol ich mir mittlerweile immer, weil warum soll man... Bitte? Kann nicht schlafen, wenn ich die Wand aufmache, dann... Ja, die schmecken doch besser. Und ist halt alles vegan. V-Time nennt es Vegan, das ist ein bisschen weird. Er versucht, Veganer zu werden und sich nur noch Vegan zu ernähren. Wer spricht das so aus, Digga? Hey, was laberst du? Ich hab gesagt vegan. Niemand hat bisher gesagt, ich überlege, Veganer zu werden. Vegano. Junge. Vegano Gitaimano. Ist Tag, ja? Ich trau mich aber trotzdem nicht raus. Erstmal unten. Das Ego, was du da machst, ist der Wahnsinn. Wirklich. Ja. Mal gucken, ob ich lebendig nach Hause komme. Ey, wenn du das nicht blendest, dann hau ich dir lebendig eine rein. Boah, hör auf, nicht. Hat jemand noch viel Cobblestone zufällig? Ah, Bro. Oh, Bro. Hast du Cobblestone? Oh, ich hab ein Stack gefunden. Komm, mach plopp. Was soll? Mach plopp. Also wirklich, ich finde dieses Dripstone-Ding, um Lava herzustellen. Wobei du ja nie Lava unendlich hast, eine Lavaquelle. Aber dieses Indirekte, das feiere ich schon echt dumm und dämlich. Wie so ein scheiß Kind finde ich das geil. Braucht doch Cobblestone. Weißt du, ich bring dir das. Alter, jeder hat's hier. Ich brauch was und ich bring ihn das ganz schnell. Ganz geil. Wie viel brauchst du? 5 Stacks? Boah, so viel brauche ich. Aber ja, mit 5 Stacks bin ich richtig happy dann. Kannst erstmal den anderen Stuff zwischenlagern. Wo bist du? Oben bei dem, bei unserem... Herr Strohl, was ist deine Aufgabe gerade? Ich dachte, ist die Spinnenfarm schon fertig? Also die Zuschauer haben geschrieben die ganze Zeit bei mir, Chef Strobel verzweifelt an der Farm. Stecken bleiben? Habt ihr schon alles für die Frösche da vorbereitet, wenn ich komme? Nein, die Frösche, das dauert Tage, bis wir das haben. Okay. Das ist leider. Das hat uns Spark auch schon gesagt, das ist nicht möglich heute. Okay, leider. Okay. Machen wir uns einig als Team. Hast du keinen Sand mehr zum Farmen, G-Time? Ayumi, danke für den Tier 1. Wie kein Sand mehr? Danke für den Tier 1, Ayumi. Ayumi Schmumi, danke für den Tier 1. Bro, Ayumi. Ja, Ayumi, du bist echt cool, Ayumi. Du bist der krasseste Ayumi, danke dir, danke. Ayumi einfach. Ayumi. Wie viele Monate schon? Okay. Was denn? Sieht geil aus, ne? Oh. Hat einer von euch schon diese Blätter gefunden, in die man Wasser waterloggen kann? Man waterloggen kann? Auch immer kannst in alle Sumpf, Blätter oder? Kannst du waterloggen. Du kannst ja echt mit allem Laub kannst du waterloggen. Echt? Ja, natürlich. Ja, wie baue ich das ab? Aber das mit ist dann Schere, oder? Schere, ja. Einfach eine Schere? Ja, einfach eine Schere. Frank, wieso seid ihr denn so Arschlöcher dann? Hä? Sind wir doch gar nicht. Du hast gar nicht gefragt. Gibt's hier noch jemanden, der Achalea-Bäume hat? Oh, ich hab ganz viele. Bitte? Achalea-Bäume, Digga. Was hier, Achalea, kennst du nicht? Die neuen. Nee. Hier, diese viereckigen Bäume. Habe ich schon in der Mitte da stehen, wo du bist. Ach, das sind die da hinten, ne? Wo musst du die her? Da unten, guck mal, da ist ein so ein Blumenkasten, habe ich die schon. Ja, woher kriegt man die denn? Ja. Die gibt's draußen irgendwo. Fumi, danke schön. Das kann weg. Oh Gott, es ist ein Creeper an unserer Basis. Boah. Wer lässt denn den da hin?
Ich bringe jetzt Flex. Oh, wann schlüpfen die denn mal? Die mein Tinte. Gott. Ist die, brauchen wir die Tinte nicht? Glow Ink Sack ist doch voll selten, oder? Machen wir noch eine Farm später. Glow Ink Sack ist krass. Weil das wird eine geile Farm. Nass. Ich will eigentlich auch irgendwas Cooles jetzt erstmal bauen. Ich baue morgen wieder eine Farm. Heute habe ich genug, glaube ich, mechanische Sachen gebaut. So. Oh. Yes. So eine Lacher-Einstellung. Können wir noch ein PvP-Event noch machen? Hey, Chef Schrubel. Ja. Gerade hinsetzen, Koffein rein und durchziehen. Dann machst du meinetwegen eine Expedition und gehst stick farmen, wenn du keine Farm mehr bauen willst. Aber beide produktiv bleiben. PvP-Event, Alter. Ja. Ist hier irgendwas? Hast du Fieber? Ist alles okay? Hast du irgendwie. Funktioniert die Spinnenfarm? Schwanz im Maul. Stimmt, funktioniert die Spinnenfarm, die du bauen wolltest, ja, die du mir geklaut hast? Hast du sie mir geklaut und jetzt funktioniert sie wenigstens? Hm? Zu 80%, ja. Oh, also wenn ich da jetzt hingehe, kann ich Spinnenfarm und leveln. Kannst du machen, aber wie gesagt, wenn du willst, kannst du sie noch ein bisschen ausbessern, weil es gibt, ich habe sie 1:1 gebaut, auch wie ich sie offline gebaut hatte, als ich eine eigene Welt gespielt habe. Und wie gesagt, die Spinnen stecken irgendwie fest hier. Ich weiß nicht warum auf dem Server, aber es liegt echt am Server. Das ja, kann ich bestätigen. Ich war vorhin im Spinnen-Spawner drin und die waren alle in den Ecken und keiner hat mich angegriffen. Ja, genau. Das ist erstmal das erste Problem ist da, dass sie auch in der Wand stecken und plus sie stecken unten, wenn sie da durchkommen müssen, wo du sie angreifst, stecken sie in dem Block drin. Wie gesagt, die Aufgabe, glaube ich, aussieht, dass Robatana so ein Schwanz des Manns ist. Scheiße, wir brauchen mehr Weizen, Alter. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen, Mann. Wieso guckt Robata wieder größte Sau auf Erde? Mehr Weizen? Digga, wir einfach nur am Naschen. Der Typ ist einfach nur am Naschen. Nur am Naschen. Sag mal, Gitan, was konntest du mit dem Glas machen? Guck mal bei der. Geh mal zur Eisenfarm. Alter, das sieht echt schon gut aus. Du hast da echt ein Händchen für, ne? Alter, das ist ja richtig eine schnieke Eisenfarm. Ja, fühle ich sehr. Ist echt sehr cool. So, ich muss jetzt noch 6000 Blöcke nach Hause schaffen. Ja, wenn du das schaffst, ne? Boah. Können wir die Frösche dann auch hier fortpflanzen? Ja. Ja, natürlich. Die brauchen nur ein bisschen Wasser. Ist das geil. Ja, und die müssen eingezogen. Boah, nochmal Moos. Wir brauchen ganz dringend Achalea-Bäume. Alter, was ist hier los? Die kann Chef Strobel besorgen. Sag ihm das. Chef Strobel, Quest. Was du besorgst yes. Achalea-Bäume. Ach, Digga, was ist denn das für eine Kack-Quest? Achalea, Junge, das hat sich auch schon so kacke an. Oh, warum haben sie denn die Achalea-Bäume versteckt? Kleiner Keck. Oh, wie viele Frösche hier sind, krass. Denk an eine Grenze vom Schneegebiet ist das echt hier. Gut. Ich überlege jetzt, ob ich... Du bringst die Frösche erstmal sicher hierher. Die brauchen wir morgen Sebo, ne? Ja. Morgen, das wird ein großes Ding. Kein Fragezeichen schreibe. Die bekommt man aus Moos, genau. Yes. Alter, da ist Park, hey, wie random. Wie schnell warst du da? Ja, es kommt drauf an, ne? Wenn ich jetzt gerade mit niemand anderem noch zu tun habe. Ich muss auch nebenbei Orgastag auch zu noch machen, aber gerade geht's. Okay. Dann lass mal was machen. Dann machen. Was ist dein Plan? Was hast du da ausgefressen? Also Sebo hat die Frösche und die alles geschafft, das ist cool. Aber weiter können wir da jetzt heute noch nicht, oder? Ihr überhasst es nicht. Eins am anderen. Ihr okay, kriegt noch ganz früh genug. Mach heute, würde ich mich eher auf Matt konzentrieren. Spezialisier dich, die Farm, das man nach. Sky konzentrieren. Dreck ranholen und sowas. Und dann musst du dich auch entscheiden. Leg mal fest, möchtest du zuerst Skalk machen oder möchtest du zuerst Froschlichter machen? Erst ein bisschen halb Skalk, dass man so ein bisschen erfährt, wie es geht. Kann erstmal so halb aufgesetzt werden und dann morgen vollautomatisch Froschlichter. Geil? Also heute noch jetzt halbautomatisch Skalk. Ja. Okay, ich bin bis 0 Uhr maximal da. Passt. Wir machen einfach schon so weit, wie es geht. Danach sagst du mir, wie ich es alleine schaffe oder dann ist das erstmal eingestellt. Genau. Für das generelle Prinzip würde ich Folgendes vorschlagen. Willst du den Spinnenspawner einfach als Quelle nehmen für Mobs, den du hast? Den wollen wir, glaube ich, als XP-Farm nutzen. Und der ist auch verbuggt. Alle Spinnenspawner auf dem Server sind verbuggt.